Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda mit Majora's Mask. In der letzten Folge sind wir über nichts gesprungen, sind 20 Mal auf die Schnauze geflogen, aber einmal auch nicht. Und nun wollen wir wissen, was die Eule uns damit zukommen hat lassen wollen, tun, täten. Wir sollen uns nicht täuschen lassen und kriegen hier sehr viele Bomben. Das ist schon ein bisschen mysteriös. Was haben wir hier? Eine Bombe, die über uns schwebt. Manche Leute haben Heiligenschein, wir haben eine heilige Bombe. Wir erhalten das Auge der Wahrheit. Wuhu! Blicke durch die mystische Linse, um die Geheimnisse zu sehen, die dem Auge ansonsten verborgen bleiben. Ja. Das Fenster der Wahrheit zerrt aber an deiner Magieanzeige. Drücke C, um den Vorgang wieder zu stoppen. Also ihr habt es gesehen. Okay, hier sehen wir schon mal nichts erstmal. So, hinsetzen. Oh, ich kann gleich die nächste holen. So, das Auge der Wahrheit wird mir jetzt hier bestimmt irgendwas offenbaren. Ja, natürlich. Ach so, oh, toll. Ich habe gedacht, ich brauche das jetzt, aber nein. Egal, Money is Money. Würde ich sagen, gibt keinen Grund, sich zu beschweren. Ein bisschen Magie gibt's. Oh, was haben wir denn da? Weg mit dir. So, und einmal kostenlos Cash, während das Viech im Hintergrund verreckt. Für nochmal 20 Rubine. Also ihr seht, man kriegt ein bisschen was dafür, dass man sich hier zum Affen macht. Herzen leider nicht, aber egal. So. Dann machen wir mal aus und gehen zurück. Denn mit dem Auge der Wahrheit können wir einige Sachen erreichen, die wir vorher nicht erreichen konnten. Es ist allgemein ein extrem nützliches Item und hier seht ihr jetzt, welchen Weg wir gegangen sind. Oh shit. Uiuiui. So. Oh je, was ist das denn? Ich will nichts mit dir zu tun haben, du bist ein Geist. Welp, ein Geist, okay. Nichts Besonderes. Kann es denn sein? Kannst du mich wirklich sehen? Wenn dem so ist, folge mir. Tja, sieht wohl so aus, als ob wir jetzt einem Geist hinterherrennen. Praktisch. Hey Geist, sei nicht so schnell, verdammt, ich komm dir nicht hinterher, Junge. Wo ist er da? Hier ist er. Was da hier übrigens eingefroren ist, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt gerne nochmal nachgeguckt, aber ich habe mich nicht daran erinnert, dass der Geist jetzt schon spawnen würde. Mir egal, was du denkst. So. Er rennt jetzt also hier entlang. Das müsste, glaube ich, der Weg zum Ausgang sein. Ja, das ist der Weg aus der Stadt raus. Ja, ist schön für dich. Muss ich kurz warten auf ihn. Da hat er gecheckt, dass wir immer noch da sind, hat sich gefreut. Dann gehen wir auch mal weiter. Da hinten wartet er auf uns. Ja, leck mich am Arsch. Der sieht mich ja wirklich. Ja, ja, ist schön für dich. Geh mir nicht auf den Senkel. Sorry, dass ich dir das sagen muss, aber du bist gerade das letztinteressante Wesen auf diesem Planeten, ey. Lustigerweise lohnt es sich halt wirklich nicht, gegen die zu kämpfen. Außer er stößt mich jetzt runter. Das würde mich ein bisschen ärgern, aber tut er nicht. Also, nein. Ist mir egal, so. Muss hier warten, wo er stehen bleibt. So. Weil das Problem ist, wenn wir jetzt zu schnell sind und da durchgehen, bevor er uns jagt, haben wir ein glitzekleines Problemchen. So, da hier sieht man seinen Schatten netterweise. Was sehr interessant ist. Gut. Dann gucken wir mal, was es mit diesem Geist auf sich hat. Bis hier ist übrigens noch nichts blind für mich. Oh, oh, seht ihr das? Da ist ja eine Treppe. Und jetzt ist er weg. Das hat sich ja voll gelohnt. Gut, schauen wir mal, was wir hier haben. Der Tipp für hier ist übrigens, man kann hochklettern. Irgendwann geht es nicht mehr weiter hinauf und dann muss man halt wieder
Ich dachte, man kann sich das sparen, aber man kann es sich nicht sparen. Ich gehe trotzdem nochmal runter. Aus dem einfachen logischen Grund, man kann auch mit dem Auge der Wahrheit hier nach oben gucken und sieht dann so ungefähr, wo es lang geht. Ich glaube, wir müssen nach rechts und dann nach links. Da oben schwebt er. Gucken wir mal. Ein bisschen Magie sparen, weil das wird jetzt ein bisschen lustig. So, hier nach rechts. Bisschen Magie sparen. Hier nach links. Ich hoffe, ich war richtig. Wir hätten uns das erst aus der Entfernung angucken sollen. Das wäre sinnvoller gewesen. Ich glaube, hier können wir nochmal nach links, wenn ich mich nicht täusche. Und dann müssten wir einfach hochklettern können. Oh. Da geht's nicht weiter. Das ist ja kacke. Ah, da geht's hoch. Ich hoffe sehr, dass das der richtige Weg war. Ja, es war der richtige. Oh Gott, danke. Puh, Magie. Alles gut. So. Da, oh Gott, der ist schon... Ich bin tot. In diesem Grab ruht ein großer Held, Garonen. Ich kam hierher, um den Denkmal zu errichten. Doch, jetzt blockiert Stefan den Weg und ich kann nicht mehr zurück. Noch schlimmer ist, dass mein Bruder zu Eicherstadt ist. So wie es aussieht, wird auch mit diesem Schicksal. Hätte ich nur etwas vom Eisenquellwasser mitgefunden, auf das ich stieß, als ich auf das Heldengrab errichtet habe. Aber die heiße Quelle wird von dem Grabstein versiegelt. Ich habe nicht die Kraft, um ihn alleine zu bewegen. Aber wir Gerunden sagen immer, es hat keinen Sinn, über gespaltene Steine zu verwenden. Oh Gott, der arme Gerone. Oh, du wartest hier auf mich? Na, sieh an. Ich wäre jetzt schon reingegangen ohne dich, aber okay. Wenn du sagst, ich soll hier lieber erst nochmal gucken, dann gucke ich hier erst nochmal, okay? Der Friedhof von Goronia. Soll ich nochmal mit dir reden? Wie sieht's aus? Reden? 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 Jetzt. Der Geflügelte sagte mir, dass der Sehende bald kommen würde. Nun zeigt sich, dass er recht hatte. Ich bin Darmani der Dritte. In mir fließt das Blut vieler stolzer Krieger. Als ich noch unter den Lebenden weilte, war ich ein höchst angesehener Held. Ja, als ich noch lebte. Aber leider bin ich tot. Ich machte mich in der Hoffnung, einen Dämon vertreiben zu können, zum Pinky Bernia auf. Doch dann erfasste mich der Schneesturm und stieß meinen Körper von einer Klippe. Und hier liege ich nun. Wie ärgerlich! In meiner jetzigen Gestalt kann ich nur zusehen, wie mein Dorf unter dem Eis begraben wird. Zwar bin ich tot, doch findet meine Seele keine Ruhe. Hint, hint. Der Geflügelte sagte mir auch, dass du im Umgang mit Magie bewandert seist. Ich bitte dich, erwecke mich wieder zum Leben. Sollte dies jedoch jenseits deiner Macht liegen, dann bitte ich dich um Folgendes. Heile meine Seele, egal wie, aber bitte tue es. Ja, mein Bester. Das mit dem wieder zum Leben erwecken, das sieht schlecht aus. Was wir tun können? Wir können dein Leben beenden. Also ihr seht schon, im Spiel gibt es viele Leute, die gerne erlöst werden möchten. Lindern der Klang, all meine Sorgen schmelzen dahin in den Fluss der Musik.
Meine unsterblichen Gefühle lasse ich bei dir. Meine Taten als Lebender sind auf meinem Grabstein geschrieben. Du solltest sie lesen. Und da ist sie, die zweite Verwandlungsmaske, die Goronenhaut. In dieser Maske wohnt der Geist eines stolzen Goronenkriegers. Drücke C, um in den Körper eines Goronen zu schlüpfen. Drücke nochmals C, um dich wieder zurück zu verwandeln. Für das Wohl der Goronen, ich bitte dich um deine Hilfe. Ja, genau, und das ist im Endeffekt so Ansehen. Noch nie zuvor hast du solche Schriftzeichen gesehen. Ach so, ja, mein Fehler. Tut mir echt sorry. Das ist das natürlich. Achtung! Da ist er, Goronenlink. Das ist nicht, was ich wollte. Ansehen. Jetzt kann ich es lesen. Logo. Ich bin zwar derselbe Link mit demselben Wissen, aber jetzt kann ich es lesen. Entschuldigung. Hier ruht Damani der Dritte, Held der Goronen. Dieses Denkmal soll die Erinnerung an seine großen Taten aufrechterhalten. Willst du an seiner Weisheit teilhaben? Ach so, das ist, wie man den steuert. Ach so, lol. Oh, Auserwählter. Haben die gewusst, dass ich komme? Das ist jetzt schon ein bisschen gruselig, finde ich. Entschuldigung. Durch deine Kraft vermagst du Lasten zu heben, die sonst niemand bewältigen könnte. Und auch dein Herz ist stark, da es mehr als jedes andere von Erbarmen erfüllt ist. Drücke A und den Control-Stick, um dich zusammenzurollen und an Orte zu gelangen, die du sonst niemand erreicht. Goronen, die Magie beherrschen und schnell genug rollen, werden Stacheln hervorbringen, um alle Feinde auf ihrem Weg zu besiegen. Goronen versinken im Wasser wie Steine in einem reißenden Fluss. Zu keiner Bewegung fähig werden sie ein Opfer in den Tiefen. Heißt zu Deutsch, man sollte nicht ins Wasser gehen, sonst tot. Kampf. Halte B, um den gefürchteten Hieb eines Goronen zu entfesseln. Drücke mehrmals B, um einen Hagel von Schlägen auszulösen. Drücke A, um dich zusammenzurollen. Drücke danach B, um zu springen. Die Landung verursacht ein gewaltiges Beben. So, jetzt mal kurz Pause, weil ich was erzählen will. Das ist der Grund, warum ich vermute, dass eben, also ihr habt's gesehen. Der Gorone ist tot und seine rastlose Seele war auf diesem Grabmal gewissermaßen gefangen. Er ist durch die Gegend gewandert und musste mit ansehen, wie all seine Freunde langsam sterben, der arme Kerl. Mit dem Lied der Befreiung haben wir seine Seele erlöst, ihr habt's gesehen, aber die Erinnerung daran, dass wir da sind und er uns vertrauen soll, hat dafür gesorgt, dass seine Seele zur Ruhe kommt. Das war diese kurze Cutscene, wo er dann so laut schreit, habt ihr gesehen, und die Arme hochreißt. Genau, das ist im Endeffekt das, was dieses Lied der Befreiung macht. Wir erlösen damit rastlose Seelen von ihren Qualen und sie lassen dann die Maske zurück, und diese Maske scheint, ich weiß nicht, irgendwie die guten Wünsche oder so zu enthalten. Und die Vermutung ist eben, dass das auch mit dem Deku-Jungen passiert ist, mit dem Sohn des Butlers. Das Horrorkind hat irgendwie seine Seele aus seinem Körper rausgerissen, hat sie in uns irgendwie reingezwungen und uns auf die Art und Weise zu diesem Deku-Hybriden gemacht. Und mit dem Lied der Befreiung haben wir die Seele des Sohnes des Butlers erlöst und halt auf die Art und Weise dann auch die Maske bekommen, die als Zeichen der erlösten Seele zurückgeblieben ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Und was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass diese Maske eigentlich die ganzen negativen Gefühle der Seele beinhaltet, weil Link, ihr seht ja, wie schmerzverzerrt er schreit, wenn er die Maske das erste Mal aufzieht. Ich habe das Gefühl, dass das einfach die negativen Gefühle sind, die der Tote zurückgelassen hat, damit seine Seele endlich ohne diese Gefühle ins Jenseits endgültig aufbrechen kann. Damani ist tot, lange lebe Damani, wir sind jetzt Damani. Und unser Ziel ist jetzt, dieses Ding wegzuschieben, weil... Achso, ich muss ziehen scheinbar. Denn wir wollen ja die Quelle erreichen. Eine heiße Quelle. Wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun. Das ist eine heiße Quelle, keine schlechte Idee. So, wie sieht's eigentlich aus? Gibt's hier irgendwas Verstecktes? Nein. Okay. Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich als Deko eine Flasche bedienen kann. Kann ich? Oh, das ist ja praktisch. So. So, bevor das wieder abkühlt. Ja, dieses Wasser ist nur eine gewisse Zeit lang heiß. Und das ist sehr schwierig. Und was wir machen können, das ist die schnellste Fortbewegung. Wir können rollen. Das Erste, was wir tun, ist... Du bist... Nein, du bist doch nicht etwa der große Damani. Dann, wessen Grabmal habe ich dann errichtet? Bist du zurückgekommen, weil es in deinem Grab zu warm war? So, pass auf. Safe, ich rette dich.
Hoch, was ist passiert? Oh, geht es dir gut, Bruder? Du warst im Eis gefangen. Dr. Mani hat dich gerettet. Der große Damani, spinnst du denn? Der ist doch gestorben und wir wollten ihn beerdigen. Träumst du noch? Hast du das gehört, Damani? Der große Damani starb und liegt in seinem... Hey, du bist ja Damani! Ich war auch erschrocken, aber es sieht so aus, als wäre der große Damani gar nicht gestorben. Wirklich? Jetzt steht wieder ein Stern der Hoffnung am Himmel über dem Dorf. Großer Damani, bitte unternimm etwas gegen den Schneesturm, der vom Bicky Bernia kommt. So, jetzt wird's lustig. Wir haben einiges zu tun, das Quellwasser müssen wir mitnehmen. Wehe dem, der vergisst, hier nochmal Quellwasser mitzunehmen. Das bereut man sehr. Das bereut man wirklich sehr. Okay. So, runterfallen ist jetzt auch eine ganz schlechte Idee. Daher, ja, wir könnten auch versuchen, gucken, ob wir hier mit Vollspeed wegkommen. Können wir es jetzt einziehen? Und das hier ist der Gorone. So. Gut, unser Ziel wäre jetzt nochmal Goronia. Das kostet halt Magie. Oh shit. Egal. So. Oh, oh, oh. Als Gorone kommt man auch da hoch, was sehr, sehr praktisch uns ist und was man als Gorone auch machen kann. Man kann das hier abkühlen oder aufwärmen. Denn da drin ist nichts anderes als etwas, was sehr, sehr praktisch ist. Oh. Süß. Ich mag Goron. Hier ist nochmal eine heiße Quelle. That's all. Für mehr ist die nicht da. Jetzt ist aber die Frage, das will ich gerade mal ausprobieren. Kann ich eigentlich auch hier den hier machen? Okay, nee, kann ich nicht. Also hier müsste ich wirklich sprengen. Kann ich mal kurz probieren. Ich weiß nicht, ob hier überhaupt was sein soll. Die geht ja kaputt, ne? Ja, die gehen kaputt, okay. Oh, da war was. Cool. Machen wir gleich mal auf und gucken mal, was drin ist. Ja, ein bisschen Geld. Oh, sorry. Was sagt das Auge der Wahrheit? Es wird mich nie wundern, wenn hier als Lektion fürs Leben erneut das Auge der Wahrheit gebraucht wird. Wird's nicht, okay. Gut, dann du bitte. Und das Auge bitte möglichst gleich wieder ausschalten. Sehr schön. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt wird's ein bisschen complicated. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen nämlich, Alter, als ob ich... Es ist die Nacht des ersten Tages. Ja, das ist richtig. Nein, das hier ist nicht der, den ich suche. Nein, du bist auch nicht, wer ich suche. Nope. Hier könnte er drin sein. Oh. Ansehen. Hey, ist diese Schneekugel nicht viel größer als alle anderen? Ja. Na, sieh an, da ist ja einer versteckt. Ja. Das rauszufinden ist auch zu... Scheiße. Ich war eine Sekunde zu spät, ey. Ja, okay, dann halt. Lass mich in Ruhe, ich muss da rein. Das ist halt das Problem. Das heiße Quellwasser hält nicht ewig. Wenn du nicht weißt, wo er ist, ist es sinnvoll, diese Quelle hier einfach zu nutzen, weil jetzt kann ich einfach nochmal hingehen. Jetzt ist er wahrscheinlich woanders. Aber, ne, das geht ein bisschen schneller. Zack. Dann tauen wir ihn wieder auf und gucken mal, was er zu sagen hat. Alter, schon wieder 20 Minuten. Ich wollte eigentlich gar keine so langen Folgen machen. So, wo ist die große Kugel? Weil das Dumme ist nämlich, der bewegt sich wirklich. Jetzt kann ich raten wieder, wo er ist, ne? Uff. Na, er ist immer noch da. Okay, dann tut er sich nur einmal pro Morgen verändern. Oh, das könnte jetzt fast daneben sein. Passt. Passt. Oh, guck, wie alt er ist. Oh, das ist, glaube ich, der Papa von dem Baby, wenn ich mich nicht täusche. Hoch, wo bin ich? Oh, es ist schon zu spät. Ich muss mich beeilen. Jetzt lass mich doch mal reden hier. Ich habe dich gerettet. Hoch?
Oh, du bist ja der Marni. Aber bist du denn nicht tot? Halluziniere ich etwa? Ist das auch nur ein Zugbild vom Gipfel des Berges? Ich werde zum Narren gehalten. Aber das ist unmöglich. Ich wende mich nicht ab. Ich durchschaue die Illusion. Gleich bist du verschwunden. Ha, hu, ha, hey. Was? Mein Sohn weint, weil er mich gerade vermisst. Woher weißt du das? Mein Sohn vermisst mich. Oh, vergib mir, Kind. Dein Papa muss etwas erledigen. Darmani, egal ob du ein Geist bist oder ein Hirngespinst, es ist mir jetzt egal. Wenn du Mitgefühl für meinen kleinen Sohn verspürst, dann wiege ihn sanft mit diesen Klängen in den Schlaf. Lausche dem Klang meiner Trommel. Dieselbe Melodie wurde einst für dich gespielt, als du noch klein warst. Wie ging doch diese Melodie? Hoch? Lass es mich noch einmal spielen. Es hat keinen Sinn, ich kann mich nur noch an den Anfang erinnern. Lerne den Anfang. Da, das ist übrigens der Goron, das Goron-Instrument, Trommeln. Du hast das Schlummerlied-Intro gelernt. Du hast das Schlaflied-Intro erlernt. Es gleicht dem beruhigenden Gesang eines bedächtigen Papas. Ich habe das Lied nicht vergessen, aber ich kann bei der Kälte nicht besser spielen. Auf jeden Fall zähle ich auf dich. Tja, und traurige Wahrheit, ich bin mir gar nicht sicher, ob der das hier überleben wird. Egal, wie lange du mir folgst, es wird dir nichts bringen. Kümmere dich um meinen Sohn. Ja, ich will mich um deinen Sohn kümmern. Hör auf, mit mir zu reden. Ja. So, geh mir nicht auf den Sack, Mann. Bam. Tatsächlich, die Wolfos sind jetzt als Corona nicht so das Problem. Einmal reinhauen, dann passt das schon. So, was wir jetzt auch tun können, wir können erstmal mit dem hier reden. Du bist der Mani, wie kommt es, dass du am Leben bist? Möchtest du den Stein betreten? Hahu, nein. Bist du sicher drinnen, ist es wärmer. Oh, ich will auch rein. Das kann ich mir vorstellen. Aber was ich eigentlich will, ist den hier. Und? Das können wir ja jetzt auch selber. So. Oh oh. Autsch. Ah, ging sogar, kein Schmerz. Passt. So. Also. Aufgrund der Tatsache. Oh, hoppala. Aufgrund der Tatsache, dass hier das Baby. Dass wir unbedingt vom Papa angehauen wurden. Wir müssen jetzt sofort das Baby retten. Retten wir als allererstes das Baby. Die Animation. Nein, dieses Lied. Mein Papa hat es immer für mich gespielt, bevor ich eingeschlafen bin. Ich singe den letzten Teil. Da hat er ja echt viel von dem Lied vergessen.
Es ist so, als wäre der Papa hier neben mir. Das Schlummerlied-Intro wurde zum goronischen Schlummerlied. Diese Weise hüllt den Lauschenden in sanfte Stille, während seine Augenlider schwerer werden. Sie schlafen alle. Cool. Okay. Nein, ich würde gerne da hochgucken. Ah ne, da kann ich nichts mit anfangen. Oh! Ah, das ist ja nice. Das ist ja nice. Jetzt ist an. Ich würde gerne nämlich noch etwas erhalten. So. Okay, jetzt muss ich hoffen, dass ich schnell genug bin, weil das ist, glaube ich, eine Zeitquest. Bin mir da gar nicht sicher. Ich hoffe, es ist noch so wie in Ocarina of Time, dass jedes Entzünden den Dekus-Stab resettet. Ansonsten ist mein Stab gleich weg. Zack. Zack. So. Etwas Glück habe ich jetzt eine vergessen. Das wäre sehr ärgerlich. Oh, passt. Gut, passt. First try every time. Also haben wir ein bisschen was zu tun und das wird gar nicht so lustig. Hallo, tu mal deinen Stab weg, bevor er kaputt geht. Oh, wow, wow. Holy, ich bin mit dieser Geschwindigkeit nicht vertraut. Jetzt wird's lustig. Nein, bitte nicht den angucken, danke. War das das Richtige? Ja, als ob ich das Glück habe und genau im ersten Moment das Richtige finde. Lol. Nice. Absolut geil. Das kann gar nicht besser laufen. Das kann gar nicht besser laufen. Im First Try das erste Richtige. Wobei ich mir nicht sicher bin, es kann... Ich gehe nochmal... Fuck. Mist. Sieht wohl so aus, als ob ich wieder gehen muss. Hier komme ich nicht hoch. Uff, jetzt muss ich den langen Weg noch laufen. Sehr schade. Ich glaube, ich hätte da drin noch ein Herzteil kriegen können. Das muss ich mir danach noch holen. Das darf ich nicht vergessen. Oh, das hier ist der falsche Weg. Lol, wo laufe ich denn hin? Ja, okay, jetzt haben wir noch ein längerer Weg. Da müssen wir dann noch aufmachen. Nee, keine Vogelstatue. Schade. Auf den ersten Blick sah es aus wie eine Vogelstatue, aber leider nicht. Na, egal. Wir laufen dann einfach mal weiter. Das Coole ist, die Gegner zielen immer dahin, wo wir gerade stehen. Das heißt, wenn wir einfach weiterlaufen, haben wir nie das Problem, dass uns hier irgendeiner nervt. Er zum Beispiel. Mir doch egal. Ja, was willst du? Was willst du? Der wird jetzt ein bisschen nervig. Oder auch nicht. Tschüss. Das ist schön. Ja, ja, tu mir doch weh. Ich habe ja solche Angst vor dir. Du bist ja so gefährlich. Diese Action-Sequenzen sind echt krass. Okay. Er müsste doch schon hier sein. Naja, ja, genau, da hinten müsste er sein. Da wollte doch einer gleich was essen. Den holen wir uns gleich. Wo steht er da? Hier steht er. Wenn ich sehe, ich glaube, wir müssen es hochwerfen. Das ist es. Ich glaube, es muss ein Traum sein. Das feinste Dodongo Felsenfilet. Das ist mein Lieblingsgericht. Gesegnet sei diese Mahlzeit. Oh, ich fühle, wie meine Lebensgeister zurückkehren. Ich komme herunter. Warte kurz. Bumm. Oh, ich habe mich gefragt, wer du wohl sein magst. Wenn das nicht Damani ist, du bist am Leben? So muss es wohl sein, das ist in Ordnung. Deshalb wusstest du auch, was ich am liebsten esse. Auf was ich hätte das vergessen, nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Yep, eine weitere Maske haben wir erhalten. Und es ist das Abbild von Don Gero, dem Leiter des Froschchors. Diese Maske sieht so echt aus, dass dich damit sofort jeder einen Froschchor dirigieren lassen würde. Ich hoffe, der Frühling kehrt bald wieder, damit meine Ohren von der Darbietung der Frösche verwöhnt werden. Aber ich kann hoffen, was ich will. Es ist immer noch kalt. Ich gehe zurück ins Dorf. Tschüss! Gut.
Das hat super funktioniert, aber jetzt will ich trotzdem. Ich glaube, da war ein Herzteil drin. In einem der anderen Krüge. Ich bin mir da nicht sicher. Achtung. Toll, ich wollte Magie, was kriege ich? So ein kackhässliches Drecksviech, ey. Das ist ja Witz, ey. Oh, shit. Shit. Shit, 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 shit. Ne, ist gleich wieder gegangen. Wäre ich an seiner Stelle auch. So, ich glaube nämlich, irgendwo da hier gab es dann entsprechend. Bin ich mir nicht sicher. Das mache ich noch in dieser Folge und danach höre ich auf, ey. Ich bin schon wieder viel zu viel am rummachen und alles, Ich bin mir nicht sicher, ob da in einem Herzteil drin war. Aber ihr seht, was da für Energie drin steckt in diesem Goron. Bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass in einem was drin war, was Wertvolles, aber es kann auch sein, dass ich mich täusche. Ja. Habt ihr gesehen, wie der große Gorone diesen riesengroßen Felsen kaputt gemacht hat? Das ist schon eine Leistung. Oh oh, shit. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Gar nicht sicher, ob da überhaupt was rauskommt. Ich dachte aber, da wäre ein Herzteil in einem von denen. Wobei auf der anderen Seite, das wäre das gleiche wie in Ocarina of Time, ob sie das nochmal gemacht haben. Nein, nicht den angucken. Nicht den angucken, danke. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass da irgendwo eine Animation kommen würde, wenn da ein Herzteil rausfällt, aber es fällt gar nichts raus, stand jetzt. Man kann sich halt nicht sicher. Oh, der Corona rutscht nicht mehr. Mist. Das hat nicht funktioniert, wie ich es erhofft hatte. Also am besten einrollen, dann macht er auf rutschigen Flächen nicht so viel Speed. Gut zu wissen, also von der Physik her ist das nicht sonderlich klug, aber okay. Auch kein Herzteil, okay. Langsam habe ich fast ein bisschen das Gefühl, dass es hier gar kein Herzteil gibt. Da ist nur noch einer übrig, ne? Ja. Den zu treffen wird jetzt lustig. Aber egal, kriege ich auch noch hin. Alter, es gibt halt echt nichts außer dem Felsenfilet in den Töpfen. Das ist ja kacke. Okay, dann kann ich hier gehen. Habe ich noch irgendwas zu tun? Oh ja, wir werden jetzt noch dieses eingeeiste Teil. Da hier. Das hier werden wir jetzt noch... Autsch. Das hat ja super funktioniert. Das werden wir jetzt noch kurz ausforschen. Wir haben ja die Quelle bereits geleert. Hier bitte. Sorry, Wolfo, aber du bist mir egal. So, Dekostab kann er natürlich nicht nehmen, der schwache, große Corona. Zack. Guck mal noch schnell da. Dann soll es das wirklich gewesen sein. Unser nächstes Ziel ist tatsächlich schon der Dungeon. Den mache ich aber nicht mehr in dieser Folge. Lass mich. Alter, du Wichser, komm her! Ach so, willst du nicht? Ja, okay. Dann tschüss. Ist mir doch egal, was du willst, Junge, ey. Zieht mir Herzen ab, oder was? Ja, so weit kommt's hier noch. Nix da.
Autsch. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass sie die Fee ist oder sowas. Alter! Was? Nein! Geh raus! So, mach schnell den hier, bevor du nochmal eineist, du Idiot. Bin mir nicht sicher, ob das überhaupt geht. Nein, geht nicht. Okay. Was haben wir hier? Pulverfassladen. Okay, ja. Das können wir erst nach dem Dungeon. Alter! Digga! Ja, genau. Komm. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. So. Und tschüss. Sorry, aber ich werde nicht gegen Drecksviech Nummer 123 sterben. Du bist leider nicht wichtig genug, um mir irgendwas tun zu dürfen. Hast du es verstanden? Das heißt aber dummerweise... Oh, da gibt es ein gelbes Herzteil. Hallo, Link. Link! So. Gut, hilft alles nix. Oh. Das wollte ich spielen. Alle 40 Minuten Folge. Ich hoffe, ihr seid alle glücklich, ey. Ich würde gerne irgendwo hingehen. Milchstraße, da gab es die kostenlose Fee. Die werde ich mir jetzt gleich holen und dann hole ich sie mir gleich nochmal. Auch auf das Risiko hin, dass da jetzt die ganze Zeit Wolfos und so ein Scheiß spawnt. Das wäre sehr unpraktisch, aber... Noch bevor hier irgendwas spawnt. Moment. Komm her, Fee. Komm her, Fee. Hallo? Fee, bist du dumm? Hallo, Fee? Holy, 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 floggy moly. So, gehen wir kurz hier raus und holen uns die Fee gleich noch für unsere Flasche. Ich habe das Gefühl, dass ich sie brauchen werde. Und dann geht's zurück zum Eisen und dort werde ich speichern. 3 Folgen reicht mir fürs allererste. So, passt. Fee in der Flasche. Easy. Easy. Ich werde es brauchen. Jetzt schnell irgendwas anderes sein, damit ich sie nicht aus Versehen verwende. So. Jetzt geht's zurück zum Picky Bären. Ja, dort speichern wir und dann, in der nächsten Folge geht's Richtung Dungeon. Die Zeit sollte reichen, um ihn abzuschließen. Bergsiedlung, ab geht's. So. Gut, einmal gegenhauen und dann sag mal hier tschüss, danke für deinen Spielstand. Achso, ich muss ja mit dir reden, ne? Du kannst deinen Fortschritt speichern und hier aufhören. Wählst du die Datei nochmal an, ist mein Bild neben deinem Namen. Dies zeigt an, dass du beim Wiederöffnen dieses Spiels an dieser Stelle zu dieser Zeit und deinem jetzigen Status fortsetzt. Vorsicht! Wenn du sie öffnest, wird dieser Zwischenstand gelöscht. Dann kannst du es nicht nochmal öffnen. Okay. Also halt beim nächsten Öffnen beginnst du am ersten Tage des mit dem Status, den du beim Spielen der Hymne der Zeit innehattest. Möchtest du deinen Fortschritt speichern und das Spiel beenden? Ja. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Bis zur nächsten Folge. Ciao!